أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير، ربنا زدنا علما وفهما وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. Wir machen unsere Übung für das, was wir vor zwei Wochen inshallah gelernt hatten, nämlich es ging um das Passiv und da auch ganz speziell um den Naibul Fa'il und allgemein die Formen von den normalen Verben umzuwandeln in Verben des Passiv. Das heißt, vom Aktiv in den Passiv, die Verben oder die Fi'ils, die wir gelernt haben, umzuändern nach dem Schema, die wir hier gelernt haben. Und die erste Übung dazu war die Übung Nummer 3, wie ich sehe. Genau. Die Übung Nummer 3. Hier muss man von den Fi'il Madi erstmal, das ist die erste Tabelle, die wir uns angeschaut hatten, vom Fi'il Madi musste man diese Verben hier passiv machen. Ganz einfache Übung, ganz simpel, alle in der Hua-Form. Und wir erinnern uns beim Passiv vom Madi, also bei der Majhul-Form von Fi'il Madi, da ging es darum, dass wir immer dieses UI-Geräusch hören. Und dann haben wir automatisch schon ein Passiv. Das heißt, wir müssen die Verben so ändern, dass dieses UI-Geräusch erzeugt wird. Bei den Beispielen hier, die erwähnt sind, ist es sehr leicht. Die bestehen nur aus drei Buchstaben. Und sollte das Wort aus mehreren Buchstaben bestehen, dann muss man natürlich schauen, wie man die Wörter da, wie man die Buchstaben oder wie man die Hareke auf den Buchstaben ändert, wie hier zum Beispiel. Immer nach dem Schema, das ist der vorletzte Buchstabe, eine Kessel kriegt. Und der vorletzte Buchstabe natürlich der Normalform, ganz, ganz wichtig. Der Normalform ist damit die Hua-Form gemeint, so dass hinten nichts angehängt wird. Und dann der vorletzte Buchstabe, in dem Fall Fa, kriegt eine Kessra. Und jeder andere Buchstabe, seine Hareke, wird in eine Domme, in ein U-Geräusch umgewandelt, außer eines Sukun. Das wird nicht angefasst. Deswegen wird aus Istaghfara wird Ustughfira. Und jetzt unsere Beispiele hier. Wir haben Jama'a. Was machen wir daraus? Könnt ihr direkt in den Chat reinschreiben. Arabisch oder mit lateinischen Buchstaben. Genau, ganz einfach. Jumia. Daraus wird Jumia. Aus Akhada wird Uchida, genau. Schwer zu erkennen bei dieser Schrift. Was gibt es noch? Arabische Form, auch nicht gerade besser. Ein bisschen besser. Ulima haben wir und dann Khalaqa wird zu genau immer nach dem gleichen Schema. Ist ja noch katastrophaler geworden jetzt. Ba'atha das ist schön. Wird zu Bu'itha. Wieso verschwindet der Text dann?
So, sogar noch besser. Bu'itha. Ansha'a wird zu. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ganz bisschen. Genau. Unshi'a. Das wird zu Unshi'a. Hier war es wichtig, dass man darauf achtet, dass man das Sukun nicht ändert. Nicht Unushi'a, sondern Unshi'a. Bei Qatara wird zu. Es wird komplizierter ein bisschen. Genau. Qutila. Qutila. Das ist das Qa, wozu Qu. Auch diese Elif, welches hier als Met dient, wurde dann geändert in ein Wow, welches als Met von einem Damme dient. Und dann Taqabbala wird zu. Was macht ihr aus Taqabbala? Genau, Taqabbala. Diesmal mit Fragezeichen, ein bisschen unsicherer, aber ist richtig. Taqabbala. Das heißt, vorletzte Buchstabe Kessler, alle, die davor sind, kriegen eine Dhamme. Bei den ersten Beispielen war es einfacher, weil dann nur ein einziges Wort davor kam. Das ist das Kha hier. Warum nicht Taqabbala? Weil die Regel, die wir oben hatten, war vorletzte Buchstabe kriegt Kessler, jeder andere Heilige davor wird Dhamme. Das ist die Regel. Außer Sukun wird alles in eine Dhamme verwandelt, egal wie viele Buchstaben vorher kommen, also vor dem Vorletzten kommen. Das B ist das Vorletzte. Und auch wenn hier 10 Buchstaben wären, was natürlich niemals vorkommt, aber theoretisch, jeder Einzelne würde eine Dhamme kriegen, ein U kriegen, außer die, die Sukun haben. Wie zum Beispiel Ensha'a. Das nun hier mit dem Jazim, mit dem Sukun, wurde nicht angetastet. Nicht vergessen, dass das Mardi ist. Ganz wichtig, das ist Vergangenheitsform. Das ist nicht Gegenwartsform, auch wenn es ein bisschen so aussieht, als wäre es Gegenwartsform, also Modari, aber es ist trotzdem Mardi. Okay, jetzt stehen wenigstens die Sachen wieder. So, Empfehl Modari haben wir gelernt. Erste Buchstabe kriegt einen Dhamme. Jeder andere kriegt eine Fetha. Und der letzte Buchstabe, seine Hareke bleibt original. Natürlich wieder der letzte Buchstabe der Originalform, also der Hua-Form. Wie hier zum Beispiel Yastaghfiru wird zu Yustaghfiru und danach Yustaghfaru. Das T hier musste nicht geändert werden, er hat eh schon eine Fetha. Das bleibt genauso. Aber der vorletzte Buchstabe, der hatte eine Kesra und das wurde in eine Fetha geändert. Der letzte Buchstabe wird nicht angefasst. Das ist das Prozedere, was man sich einfach merken muss. Und natürlich mit der Übung, nach einer Zeit kommt es schon automatisch. Also jetzt üben wir. Dann haben wir, das sind die gleichen Wörter wie gerade sogar, diesmal in modaler Form. Yajma'u, wie wird es dann gemacht? Yajma'u in Passivform, also in Majhulform. Genau.
yujma'u. Da passiert nur eine Sache. Yujma'u. Okay, das sieht schon mal gut, besser aus. Yujma'u wird zu yuj, Entschuldigung. Wird zu yujma'u. Das Einzige, was passiert ist, ist der erste Buchstabe, der hat hier einen Dhamma bekommen. Normalerweise, wir haben ja gesagt, alle anderen Buchstaben kriegen eine Fetha, außer das letzte. Der vorletzte hat aber schon eine Fetha, also da muss nichts mehr gemacht werden. Das nächste ist Ya'khudhu. Das hier ist ein Jazim. Ya'khudhu wird zu Yu'khadhu. Sehr gut, genau. Yu'khadhu. Das wird zu Yu'khadhu. Was ist hier passiert? Der erste hat wieder ein U bekommen und auch der vorletzte wurde verwandelt in eine Fetha. Yu'allimu zu Yu'allamu. Hier ist die Besonderheit, das U am Anfang war schon so. Das U, hier stand schon ein U, aufgrund von anderen Gründen, die wir im nächsten Lehrbuch beim Saf lernen werden. Aber was wir einfach direkt erkennen können ist, hier war schon ein Dhamma, das heißt, da muss nichts gemacht werden, aber der vorletzte Buchstabe musste noch geändert werden. Die Schrift gefällt mir nicht. Das war besser. Hoffentlich bleibt es diesmal stehen. Yu'allimu. Wozu? Yu'allamu. Nein, es verschwindet wieder. Yu'allamu. Yakhluqu, yukhlaqu, das hatten wir letztes Mal schon gemacht. Yakhluqu wird zu yukhlaqu, so als würden einfach die Hadekes ausgetauscht werden, das erste und das vorletzte. Das nächste ist yaba'afu. Genau, yaba'afu. Auch hier aufpassen, Sukun nicht anfassen. Und den letzten Buchstaben auch nicht. Yunshi'u. Genau. Yunshi'u. Yunshi'u wird zu Yunshi'u. Das ist einfach die Schreibweise. Hier, dass so ein Elif, ein hohes Elif gekommen ist und hier ein Yerba. Das ist die spezielle Schreibweise von Hamza. Das ist nicht so wichtig für uns. Aber es ist das gleiche. Der letzte Buchstabe ist immer noch der gleiche. In Hamza. Okay, und danach haben wir Yuqatilu. Yuqatilu, genau. Danach yataqabbalu, yutaqabbalu, genau.
Sich erkoppeln. Ich hoffe, meine Schrift ist erkennbar. Früher hat jemand das mit iPad geschrieben, dass er nach dem letzten Update Probleme bekommen irgendwie mit dem iPad. Ich versuche es nächstes Mal wieder vielleicht, dass es wieder geht, aber das ist so eine Ausweichmöglichkeit hier, dass ich am Desktop das mache. Mal gucken. Wenn ihr, wenn ihr etwas nicht erkennen könnt, dann schreibt direkt in den Chat. Okay, das war Übung 4. Und jetzt kommt die Übung 5. Einmal bei das Wort selber nehmen und danach gucken, ist es Madi oder Modaria? Und danach ist es Medschul oder Ma'lum? Welches Pronomen steckt dahinter? Und da einmal übersetzen. Okay, mal Schritt für Schritt. Khuliqu, Madi oder Modaria? Ganz einfach, wie ihr Modale schon mal ausscheiden könnt, bei so welchen oder sozusagen vergessen könnt, bei so welchen Wörtern ist, wenn am Anfang kein Yata, Hamza oder Nun stehen, dann kann so oder so kein Modale sein. Das ist da unmöglich. Das, darauf erstmal als erstes gucken. Und wenn ihr das nicht sehen könnt, einen von denen, dann ist schon mal ganz klar, dass es was sein muss. Wenn keiner von den Hamza, Nun, Ta oder Ya da ist, genau, dann muss es Madi sein. Das ist schon mal sehr leicht zu erkennen anhand des Anfangs. Ob es Medschul oder Ma'lum ist, da hören wir auf die Geräusche. Ob da irgendwie UI-Geräusche sind. Bei Madi gucken wir auf UI und bei Modari auf UA-Geräusche. Damit wir einen Medschul erkennen können. Wenn wir das nicht hören können, dann ist es aktiv, also Ma'lum. Und wenn wir so welche Geräusche hören können, dann ist es Medschul. Können wir das hier? Khuliqu. Ist es Medschul oder Ma'lum? Passiv oder aktiv? Khuliqu ist Medschul. Genau. Aktive Form wäre Khalaqu. Pronomen, was dahinter steckt, da gucken wir uns das Ende an. Bei Madi interessiert uns das Ende, wenn wir ein Pronomen feststellen wollen. Khuliqu, wir gucken das Ende an. Ganz interessant für uns, dann wissen wir sofort, um welches Pronomen es sich handelt. Wenn wir ein Wow und ein Elif am Ende so haben. Nasaru zum Beispiel. Nasara, Nasara, Nasaru. Was haben wir? Khuliqa, Khuliqa, Khuliqu, also hum. Okay, Khalaqa bedeutet erschaffen. Jetzt haben wir passiv, wurde erschaffen, wegen der Vergangenheit wurde erschaffen. Und jetzt haben wir auch noch Pronomen hum, also sie, dritte Person, Plural, maskulin. Was ist hier dann die Übersetzung? Wie würde das übersetzen? Genau, sie wurden erschaffen. Okay.
Interessanterweise, das Programm akzeptiert nur Times New Roman. Ansonsten verschwindet die Schrift. Sie wurden erschaffen. Em Khuluqu min ghayri shay'in em humul khaliqun, ist die Ayah, die dahinter steckt. Oder wurden sie aus irgendetwas erschaffen oder sind sie der Erschaffer? Eine rhetorische Frage an diejenigen, die das ableugnen. Und da kommt es vor. Em Khuluqu min ghayri shay'in em humul khaliqun. Ulimna Madi Modaria. Sehr, sehr leicht zu erkennen, sofort. Okay, kommt schon die Antwort. Genau, Madi. Majhul, Ma'lum. Auch da erkennt man sofort, genau. Ui, Ullimna, Majhul. Ullimna, was steckt dahinter für ein Personalpronomen? Auch das ist sehr schnell zu erkennen, genau. Nahnu. Ulimna, allama heißt lehren, wurde gelehrt und danach nahnu, wir, was ist die Übersetzung, wir wurden unterrichtet, wir wurden gelehrt. Wir wurden unterrichtet, hört sich vielleicht ein bisschen besser an. Wir wurden gelehrt. Aber wir wurden gelehrt ist auch korrekt. Ulimna Mantiqa al-Tayri war das, glaube ich, im Koran, wo Sulaiman a.s. uns wurde die Sprache der Vögel gelehrt. Nufattilu Madi oder Mudaria? Mudaria, genau, wegen dem Nu am Anfang und das U am Ende. Hier, daran erkennt man es und an dem Nun am Anfang. Ups, mache ich da überhaupt? Modaria. Ja. Majhul oder Ma'lum? Ja, da seid ihr auf die Falle reingefallen. Oder eine Person. Weil das UI kommt, dann denkt man, okay, machen wir mal Majhul daraus, aber ist nicht der Fall. Beim Modaria gucken wir nicht auf UI. Sondern auf UR. Und weil hier nicht UR ist, weil hier nicht steht Nufaddalu, sondern Nufaddilu steht, haben wir Ma'lum tatsächlich. Aktiv also. Passive Form wäre Nufaddalu. Das war hier die Falle, die gestellt wurde. Ich muss schon zugeben, wenn man das so liest, wenn man so nicht viel darüber nachdenkt, könnte man sehr, sehr schnell darauf kommen und sagen, okay, ist aktiv, ist passiv bestimmt mit Schul wegen UI, aber nicht bei Modalia. Okay, und was ist das Personalpronomen dahinter? Auch sehr leicht zu erkennen, kann nur eins sein, wenn man sich speziell auch den Anfang anguckt. Gibt es nur ein Pronomen bei Modalia, welches mit Nun beginnt und das Personalpronomen sehr ähnlich. Nein. Genau, Nahnu. Das Personalpronomen beginnt auch mit Nun. Nahnu, wir, aktiv. Und der Gegenwartsform, Fattala Yufattilu bedeutet bevorzugen. Was ist die Übersetzung dann? Wir bevorzugen, genau, in der Gegenwart. Umirtu hatten wir schon. Getadekkaru, Madi oder Mudaria? Getadekkaru, genau, Mudaria. Das Ja am Anfang. Ausschlaggebend. Und dann
mit Schul oder Ma'lum. Genau, Ma'lum. Mit Schul wäre, kurz überlegen, Yutadakkaru. Eine einzige Sache müsste geändert werden. Personalpronomen, auch hier wieder, ganz gut schauen. Was könnte es sein? Am Ende passiert nichts. Und am Anfang ist das Erste, was man sieht in der Tabelle. Die Standardform. Genau, das ist Hua. Das ist die Standardform. Mit Standardform ist natürlich immer gemeint. Falls ihr euch fragt, was meint er mit Standardform? Im Arabischen in der Tabelle oben rechts, das erste, was man liest, ist die hohe Form immer, bei allen Tabellen, die wir hatten. Und das wird die Standardform genannt, aufgrund, weil das Verb da unverändert genauso da steht. Im Mardi und im Modade. Das heißt, immer wenn ein Verb zitiert wird und wenn man fragt, ja, was bedeutet nachdenken, da sagt man Tadekkara ja Tadekkaru. Man zitiert die hohe Form. Aufgrund, weil das Wort dann so schön, das Verb so schön unverändert dasteht und man ganz genau erkennen kann. Maskulin, also er, ist der Standard. Okay, die Übersetzung. Tadekkara heißt nachdenken, unter anderem. Genau, er denkt nach. Turja'un wa ilayhi turja'un, ganz oft im Koran. Turja'un ist Modalia, sehr schön schnell erkannt. Und Turja'un mit Schul oder Ma'lum, das ist ein bisschen knifflig, gebe ich ehrlich zu. Turja'un. Vorgehensweise ist, man versucht, natürlich erstmal die Standardform herauszufinden. Und das kann man, wenn man sofort auf einen Blick sieht, okay, das ist nicht die Standardform, am Ende ist was dazugekommen. Um zu wissen, ob das aktiv oder passiv ist, brauche ich aber die Standardform, um zu sehen, ob die Wörter davor, das vorletzte Wort, ob es einen gewissen Hareke bekommen hat und die Wörter davor einen gewissen Hareke bekommen haben, sodass sie passiv geworden sind. Das heißt, als erstes machen wir hier so einen Cut. Wir wissen, dass une gehört nicht zum Wort dazu, dass une ist hinzugekommen wegen dem Personalpronomen. Das eigentliche Wort aus Yam ist turja'u. Hue, turja'u. Und dann une ist hinzugekommen, was wir gleich dann sehen werden, welche Form das ist. Wenn wir das dann haben, turja'u, dann schauen wir nach oben dem Prozedere. Letzte Buchstabe bleibt exakt gleich, das ein. Vorletzte hat es eine Fetha bekommen. Ja, tatsächlich hat es. Hat der erste Buchstabe eine Domme? Ja, hat es auch. Also UR-Geräusch. Das heißt, wir haben mit Schul wegen UR-Geräusch. Nicht turji'u, das wäre aktiv. Wir haben turja'u. Das ist unser Passiv. Ganz wichtig, dafür muss man erstmal erkennen, dass das Wow und das Nun am Ende hinzugekommen ist. Dann können wir erst sehen, was der vorletzte Buchstabe ist des eigentlichen Wortes, nämlich das Jim, was uns interessiert. Ganz, ganz wichtig, dass es immer so vorgeht. Ansonsten, das war natürlich von der ganzen Tabelle das Komplizierteste. Das heißt, wir haben mit Schul, aufgrund weil der erste Buchstabe U hat und der vorletzte Buchstabe des eigentlichen Wortes, das Jim, eine Fetha bekommen hat. Und welche Personalpronomen steckt dahinter? Erkennt man da am Ende und am Anfang, genau.
Richtig, man muss am Anfang auch gucken, sodass man sieht, dass es um Entum sich handelt, nicht Entume, sondern Entum handelt. Sonst wäre es Turja'ani bei Entume. Es ist Entum und nicht Hum. Die Hum-Version wäre Yurja'un. Die Entum-Version ist Turja'un. Entum. Entum turja'un. Entum, also ihr. Und damit schwul, also passiv. Turja'a bedeutet zurückkehren. Turji'u bedeutet zurückgebracht werden. Ein Passiv jetzt, also zurückgebracht werden. Und Entum, wie wird man das übersetzen dann? Entum ihr und Turja'un zurückgebracht werden. Jetzt habe ich schon fast alles gesagt. Ihr werdet zurückgebracht, also Modalia. Ihr werdet zurückgebracht. Ilayhi turja'un, ganz oft am Ende von Ayat liest man das, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Das Ilayhi hatten wir hier natürlich nicht. Das bedeutet zu ihm, Ilayhi. Und turja'un heißt werdet zurückgebracht. Okay. Eine Übung haben wir, glaube ich, noch. Genau. Es ging um Na'ibul Fa'il, haben wir auch schon besprochen. Und dann wird es richtig interessant. Jetzt der rhetorische Nutzen des Passivs. Das ist, warum gibt es den Passiv überhaupt? Was bringt das? Und wie können wir das im Koran verstehen, weil Allah das benutzt? Als erstes Na'ibul Fa'il. Das Na'ibul Fa'il ist genauso wie normale Fa'il in einem Satz. Also grammatikalisch gesehen. In der Hua- oder Hier-Form kann es sein, dass ein äußerer Na'ibul Fa'il gehen kann. Ansonsten ist es innerer Na'ibul Fa'il, und wenn er außerhalb ist, dann ist es Rafa und es ist nach dem Fi'il. Okay. Und der Na'ibul Fa'il ist derjenige, der die Handlung abbekommen hat. Thumma ilayhi turja'un, das ist das, was ich hier auch gerade gesagt hatte. Das ist unser erstes Beispiel. Einmal den Fe'el unterstreichen und dann zweimal den Na'ibul Fa'il unterstreichen. Und danach, wenn es ein innerer Na'ibul Fa'il ist, dann das Pronomen darunter schreiben und danach und übersetzen. Das heißt, Schritt für Schritt. Wir gucken erstmal, wo ist das Verb? Thumma ilayhi turja'un. Das ist offensichtlich, das gleiche Wort hatten wir gerade, das ist das Verb, turja'un. Und der Na'ibul Fa'il, wo ist er? Hier auch wieder offensichtlich, danach kommt kein Wort. Das heißt, es kann gar keinen äußeren Fa'il geben. Das war's schon, der Satz ist zu Ende. Und es kann so oder so keinen äußeren Fa'il geben, aufgrund, weil es Entum-Form ist. Das heißt, wir schreiben hier Entum, genau wie die Aufgabenstellung von uns verlangt. Entum. Wir haben auch gesehen, ihr werdet zurückgebracht bedeutet. Turja'un. Ilayhi hat sie auch gerade schon gesagt. Zu ihm. Und Thumma bedeutet danach. Dann. Dann werdet ihr zu ihm zurückgebracht. Nächste. Nufikha fis Suri nafkhatun wahidatun. Wo ist das Verb? Erkennt man sehr schön an den Geräuschen. Nufikha fis Suri nafkhatun wahidatun.
Wo ist das Verb? Nufiha, genau. Nufiha, das ist die Hua von. Das heißt, es könnte passieren, dass es ein äußerer Fall in dem Satz gibt. Gibt es einen äußeren Fall hier? Wir schauen natürlich nach einem Wort, welches marfu' ist. Und natürlich im Geschlecht übereinstimmen muss. Habe ich ein bisschen spät gesagt. Was natürlich im Geschlecht übereinstimmen muss mit dem Verb selber. Das Verb selber ist Hua. Nefratun ist aber leider feminin. Das heißt, es ist nicht der Na'ibul Fa'il. Nufiha Fissur. Nufiha Fissur heißt in die Posaune oder in das Horn. Nefacha selber heißt Blasen. Es wird in das Horn geblasen. Es gibt kein Na'ibul Fa'il hier, der ist innen, drin in dem Nufiha. Bei Übersetzen aber natürlich, übersetzen wir das im Deutschen so, als wäre das hier der Na'ibul Fa'il. Das heißt, es wird ins Horn geblasen. Für uns grammatikalisch gesehen natürlich ist das nicht der Na'ibul Fa'il, weil das Harf Jar und Ism Majrur ist. Fi und dann Es-Suri, Nefratun Wahidatun, ein einziges Blasen. Es wird in das Horn ein einziges Mal geblasen. In der Vergangenheit natürlich. لا يقبل منها شفاعة. Hier ist ein Rechtschreibfehler, glaube ich. Ich glaube, hier ist ein Fehler. Unsere 40 Minuten sind auch vorbei. Das heißt, das Programm wird gleich beenden automatisch. Nach der Pause machen wir weiter. Ich glaube, hier ist ein Fehler. Wird falsch, glaube ich, zitiert. Das heißt, es geht eh gleich zu Ende. Und danach machen wir eine kurze Pause, machen das kurz zu Ende und danach gehen wir zum nächsten Thema über, inshallah. Das heißt, wir treffen uns dann um 45. Dann bis gleich. Assalamu alaikum.